Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Frühstücks-TV mit den Inselcampern. Die Inselcamper sind die Leimer und Sven, meine Wenigkeit. Hallo. Ja, diesmal aus Kroatien. Und ob Kroatien wirklich so toll ist, wie alle berichten, unsere Meinung dazu erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass du dran geblieben bist. Genau. Ja, wir sind in Kroatien. Das letzte Frühstücks-TV habt ihr gesehen vom Chiemsee, wo wir noch waren, in Bernau. Und ja, inzwischen sind wir durch Österreich, Slowenien und jetzt in Kroatien gelandet. Ne? Ja, sind wir. Ja, und natürlich haben wir noch die... Was soll ich eigentlich mit Spaghetti? Falscher Topf. Alter Schwede. Oh, ist das? Bitte. Die waren von gestern noch. Alter Verwalter, ach, wenn wir so viele Töpfe haben. Sowas passiert. Die hätten sich jetzt gewundert, wenn wir auf einmal Spaghetti essen. Ja, sowas passiert. Das ist hier fast live. Ne? Wir schneiden da auch nichts raus. Jetzt warten wir, bis meine Leimelle kommt. Ist die Leimelle verpeilt? Ja. Ich habe mich noch geärgert. Und zwar, dass der Topf, ne? Ich muss ja den größeren jetzt nehmen. Wir haben ja so drei Set. Ja. Und dass die Spaghetti noch drin sind, dass ich so einen riesigen Topf für die Weißwürste nehmen musste. Hast du nicht gewundert, dass der Topf noch kalt war? Nö. Bei den draußen Temperaturen, die wir haben, 28 Grad. Ist das herrlich. Da habe ich mich nicht gefragt. Das ist irgendwie alles eins. Bin ein bisschen verpeilt, glaube ich, heute. Ja, das macht ja nichts. Ne? Na, es macht ja nichts. Ne? Aber wir haben immer noch die Weißwürste aus Bayern mit richtig dabei. Wie gesagt, genau, die haben wir eingefroren gehabt. Und ja, damit wir... Klappt übrigens wunderbar mit Weißwürsten. Wenn man die in Plastiktüten so ja, mehr oder weniger Vakuum verpackt, man kann die Luft auch mit dem Mund rausziehen. Upsala. Mit Mund? Jo, geht auch. Habe ich auch schon. Mache ich auch bei Brötchen ab und zu. Ja, man macht ja mit Mund. Ich brauche keinen Mund dazu. Echt? Ganz, wie machst du denn? Ganz witzig. Weißt du, Annie, du hast schon wieder heute Clown gefrühstückt. Ob ich... Dazu, du bist ja drauf. Okay. Ja, jetzt zum Frühstück, zum Thema. Genau. Bilder aus dem Kopf. Ich habe jetzt ein Bild im Kopf, wie du die Tütchen bläst. Nicht blasen, die Luft raussaugen, Mann. Ja, ist schon. Das ist schon ein Unterschied. Ist egal, beides ist witzig. Ja, wir sind letzte Woche noch in Bernau gewesen und diesmal haben wir uns vorgenommen, die Tour ganz anders zu machen. Normalerweise fahren wir gemütlich in Etappen. Ja. Und wir wollten einfach nach Süden. Wir wollten nach Süden und dadurch, dass das Wetter auch in Bernau war letzte Woche... Haben wir euch ja erzählt, wir hatten teilweise 10 Grad nur und das war uns einfach zu kalt. Ja. So lala. Und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir los. Und Österreich wurde auch schön. Das war noch schönes Wetterchen. Und dann durch Slowenien war auch so lala. Ne? War auch so aber grau auch nur wegen und dem Wetter, jetzt nicht wegen der Landschaft oder sowas. Ja, wegen Landschaft auf keinen Fall. Also nein, da haben wir auch gesagt, Slowenien ist auf jeden Fall auch Österreich. Keine Frage. Wir müssen haben wir uns da unbedingt, wollen wir uns unbedingt mal anschauen. Ja? Irgendwann müssen wir mal, weil wir können ja nicht überall sein. Das ist ja das. Die Welt ist so schön. Ja. Und Kroatien sind wir dann angekommen. Also wir haben wirklich am Stück so runtergerissen, die Kilometer. Ich weiß nicht, am Tag, da sind wir auch über 500 Kilometer waren es. Über 500 am Stück. Und der ist alleine gefahren. Der wollte gar nicht wechseln. Ja. Also ich habe gewartet, bis er irgendwann sagt. Hat sie gar nicht. Hat sie gar nicht. Die hat darauf gehofft, dass ich nichts sage. Ja? Nein. Doch. Ich habe aber auch genossen. Tu nicht so. Ich habe viele Bilder gemacht. Siehst du? Ganz stark. Das ist ja. Und bei der Fahrt auch mit den ganzen Mautgeschichten, da hast du alles elektronisch angemeldet gehabt. Ne? Und, genau. Man kann das in Österreich, die Vignette und auch für die anderen Mautstrecken. Wo kommen denn die vielen Fliegen auf einmal her? Sie wollen Weißwurst haben. Wahrscheinlich. Also in Österreich kann man das online anmelden und ja auch mit PayPal bezahlen oder mit Kreditkarte. Und in Slowenien genauso. Also Slowenien hat es gekostet, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube 32 Euro für komplett einmal durch. Mm. Ihr gebt da bei der Online-Anmeldung euer Nummernschild an und die Schranken, die öffnen dann automatisch, wenn ihr davor steht, weil die euer Nummernschild erkennen. 32, so ist das jetzt nur für Hintour oder wird das zurück nochmal 32? Nur für Hintour, ja. Oh, das ist aber dann schon, die hauen das schön rein, ne? Also für die Strecke, ja gut. Slowenien fand ich jetzt auch ja, relativ teuer. Das war ja nicht so viele Kilometer, die man da durchfährt, um nach Kroatien zu kommen. Ne? Nee, und dann haben wir auch vom Sprit gesehen. Also wir haben erstmal in Österreich getankt. Mhm. Österreich war, lass mich nicht lügen. Da war es noch teuer. Da war noch teuer. Mhm. Hey, sag mal, das gefällt mir jetzt gar nicht. Nee, mir auch nicht. Die haben noch nie Weißwurst in ihrem Leben gehabt. Ja, wahrscheinlich, ne?
Slowenien haben wir gar nicht getankt und dann aber hier in Kroatien war schon günstiger. Mhm. Da waren wir bei 1,66, glaube ich. Auf jeden Fall günstiger wie Deutschland. So, und dann haben wir gesagt, okay, und Maut war das jetzt auch, ganz kurzes Stück, wo wir Maut gefahren sind, das ist auch automatisch. Ja, da haben wir die Karte ziehen müssen und dann bezahlen, das war 7,80 Euro für Maut. Also, wie gesagt, wir sind auch... Man muss dazu sagen, bis nach Rovinj, ja. Genau. Wäre mal weitergefahren, wäre es teurer gewesen. Ne? Ja, ja, und hier sind wir hängen geblieben, weil... Weil es uns gut gefallen hat. Ja. Schon können wir die Frage von euch beantworten. Ja, ja. Also erstens mal der Platz hier. Wir sind hier beim Polari Campsite heißt das hier. Und der Platz hier total schön angelegt. Wir haben eine riesengroße Parzelle bekommen. Wie das alles genau ausschaut, das zeigen wir in extra Vlogs dann nochmal. Total freundlich und auch vom Preis her wirklich völlig okay. Kann man überhaupt nicht meckern, vor allem zu dem Platz. Das ist echt extrem. Schatzi, tu mal den Deckel drauf, das mag ich gar nicht. Das ist jetzt unglaublich. Und tu mal auch die da Dings da rein. Sag mal, die ganzen Tage überhaupt nicht gehabt. Wir haben draußen gefrühstückt, das ist wie wenn Attacke, ist halt Weißwurst, ne? Ja, auf jeden Fall, wir haben ganz, ganz viele Tipps von euch gekriegt. Mhm. Und das war der erste und gleich der Treffer. Und dann haben wir gesagt, oh, erst mal zwei Nächte haben wir gebucht. Ja. Alter, das hältst du nicht aus. Ihr seht es wahrscheinlich auf der Kamera gar nicht, aber das sind unzählige Fliegen hier. Ja? Zwei Nächte gebucht und haben wir gesagt, da das so schön war und alles wirklich tippitoppi. Also für den Preis, was du hier am Platz kriegst, top. Ich spann jetzt die weitere Weißwurst. Ja, das ist irgendwie jetzt... Das ist ja ekelhaft. Nee, das kann man irgendwie... Schau mal, Deckel zu und wechseln sehen. Mhm. Ja, irgendwas, vielleicht ist sie alt, die Wurst, ich weiß auch nicht. Man weiß es nicht. Nee. Egal, zurück zum Thema. Genau. Und der Platz, die Natur, das Meer, was wollen wir denn mehr? Es ist fantastisch hier. Also gleich, um die Eingangsfrage zu beantworten, wir haben es jahrelang immer nicht nachvollziehen können, dass ja, viele Leute ihren kompletten Jahresurlaub eigentlich immer hier in Kroatien verbringen. Und ja, inzwischen können wir es nachvollziehen, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Glasklares Wasser. Also an der Adria wirklich, das ist ein absoluter Hammer. Egal wie tief du reingehst, Gefühl kannst du immer noch nach unten schauen. Ein Wahnsinn, wirklich. Die Preise, das erwähnen wir auch nochmal in den Vlogs. Haben ja auch viele YouTuber gemeint, dass die Preise so extrem angestiegen sind. Ja, das haben wir zuerst auch gedacht. Und zwar, wir haben einen Supermarkt hier auf dem Campingplatz. Und das sind die Preise wirklich teilweise unverschämt, muss man sagen. Das ist echt extrem hoch. Aber ihr könnt hier auch ganz anders einkaufen. Ihr braucht nur ein bisschen in die Stadt reinzufahren. Das ist, glaube ich, 4 Kilometer von hier. Habt den nächsten Lidl und das sind die Lebensmittel und vieles andere, teilweise auch billiger wie in Deutschland. Babbel? Baby? Dann kommen die Fliegen vielleicht weg. Ja. Leute, die gehen dann zu Babbel oder was? Nee, aber Baby. Baby. Schau mal. Die frisst das auf und dann... Ich glaube, das ist wirklich unangenehm. Sorry, Leute, es ist nicht schön. Ihr seid live dabei. Ja, richtig. Da ist nichts gestellt bei uns. Nein. Ja, die Preise, und das ist ja das, was wir eigentlich auch so Bedenken gehabt haben, nach Kroatien zu fahren. Mhm. Weil jeder berichtet, oh, das ist so teuer. Klar, wir haben hier auch mit den Leuten uns unterhalten, gibt es teure Plätze weiterhin, auch nach der Saison. Ja. Man muss aber die nicht anfahren. So schaut's aus. Ja. Es gibt ja Plätze durchaus für sogar über 100 Euro pro Nacht. Mhm. Ja, sorry, wer das bezahlt, selber schuld. Ich würde es nicht bezahlen, da würde ich lieber weiterfahren. Ja? Und so wie es ausschaut, gibt es hier auch genug Auswahl an billigeren Plätzen oder günstigeren Plätzen. Günstigeren Plätze auf jeden Fall. Und gerade nach der Saison gilt die AXI-Card, gilt die ADC-Camp-Card. Genau. Also das haben wir auch jetzt gebucht, den Platz. Ich weiß jetzt nicht, was er regulär gekostet hätte. Mhm. Hund hat uns jetzt extra 4 Euro am Tag gekostet. Also wir haben jetzt insgesamt mit Strom, mit Wasser, mit Hund, allem drum und dran, haben wir gezahlt 30 Euro pro Tag. Und ich denke mal, da kann man nicht meckern. Wenn ihr dann in den Vlogs seht, wie groß unser Platz hier ist, dann könnt ihr das auch verstehen. Ja? Das ist echt ein angemessener, guter Preis. Ja, und auf diesem Campingplatz mit den Hunden ist überhaupt kein Thema. Wie gesagt, wir haben für die Bärbel 4 Euro zahlen müssen pro Tag. Klar, einer kann sagen, es ist teuer. Ja. Gibt aber auch überall Hundekotbeutel. Gibt es überall. On the must, ja. Ja. Das auch und du kannst so schön hier mit dem Hund spazieren gehen. Und es ist wirklich fast jeder Zweite, hat man das Gefühl, hat einen Hund hier. Also hundefreundlich. Richtig. Mhm. Ja, vor allem, du hast ja alles am Platz. Ne? Ja. Du hast ja Wasser, du kannst Wasser hier entsorgen. Direkt am Platz, ja, also das Trauwasser.
musst halt eine Schüssel nehmen oder einen Schlauch, wenn du dabei hast, haben wir natürlich nicht, nein. Ja. Aber wir haben so vieles nicht dabei. Nee, das war auch ganz spontane Fahrt. Also das war wirklich von heute auf morgen alles erledigt, alles zusammengepackt, ja. Und wir fahren los. Und gerade das ist irgendwie das, was unsere Reisen ausmacht. Wir wissen nicht, wohin. Wir haben noch so grobe Anhaltspunkte, grob den Wohnmobil gepackt. Und klar, es ist irgendwie minimalistisch, wenn ich die mal ansehe, die anderen, was die alles dabei haben. Und ich denke, hei, das ist ja halber Hausstand. Ja, die verbringen einen Jahresurlaub hier, ne? Ja, aber dennoch frage ich mich, muss ich das haben? Klar, wenn du das dabei hast, ist es schön, das vermissen wir auch, zum Beispiel unsere Subs. Ja. Ärgere ich mich sowas von, dass wir nicht mitgenommen haben. Und warum haben wir ihn nicht mitgenommen? Wir haben echt gedacht, ja, wir sind am Meer, da brauchst du keine Subs, weil auf dem Meer haben wir mit Subs bisher immer schlechte Erfahrungen gemacht. Wind Strömung, und alles mögliche, ja, genau. Strömungen. Und hier wäre das ein Traum gewesen, wirklich ein Traum. Ja, weil das ist ja in eine Bucht ist und meistens ist das Wasserchen hier so richtig schön glatt. Ja. Und wenn ich die anderen angucke, denke ich, oh, hätte man das. Vor allem kannst du so Inselhopping machen. Also wir haben gleich gegenüber auch eine Insel, da hättest du auch mit dem Sub hinfahren können und einfach die Insel dann erkunden. Das hätte schon tierisch Spaß gemacht. Ja. Aber macht ja nichts. Wir haben trotzdem das Beste draus gemacht. Richtig. Gegenüber von uns ist gleich so eine Bootsvermietung. Ne? Die vermieten Subs, haben wir auch schon überlegt, ob wir Subs mieten. Da haben wir gesagt, aber wir haben jetzt ausprobiert den Kajak. Herrlich, Svenny, oder? Ja, richtig schön. Ja, nachdem ich dann die ganze Zeit gepaddelt habe, ne? Übertreib wieder, Marco. Ach, was. So hat sie gepaddelt, schau mal. Genau, die hat sich, ne? Du hast dich jetzt paddeln lassen. Ja, muss man schon sagen, Hintour hast du gemacht, ne? Hintour war schwieriger. Ja, Hintour. Aber, ja, kann man machen, ne? Ja. Macht Spaß. Also, wenn die Wellen nicht so hoch sind, dann ist es eigentlich schon schön. Das war auch schön. Boah. Sven ist nicht so begeistert gewesen. Nee, es war unbequem irgendwie für mich, so dieses Plastikbomber-Ding da. Keine Ahnung. Halbplastik. Ja. Mei. Hartplastik. Hartplastik. Und so hat sich so angefühlt. Ja. Na, mei. Ja, mei. Ich stelle ihn hier so um. Ja, genau. Jesus Marie. Ja, also es hat mir Spaß gemacht. Du hast dir nicht so, aber gut, man muss ja ausprobiert haben. Ne? Also und dann kann man immer sagen, okay, ist es was für uns oder nicht? Genau. Dann in Städtchen waren wir auch schon, haben wir uns angeguckt. Es ist echt ein schnuckeliges Städtchen, dieses Rubinsch. Ja? Also sehr schön da drin, muss man echt sagen. Ja? Die Altstadt vor allem. Ja? Das ist ja eigentlich nur Altstadt. Ne? Das ist nur die Altstadt. Ja. Ja, gut, wenn du hier in die Stadt fährst, also hier aus dem Platz. Sind schon ein paar neue Gebäude. Ja. Ja, natürlich, das ist ja in die Altstadt. Und das geht ja so schön vom Campingplatz, kannst du Radfahren. Du kannst laufen, wandern und wir sind mit Scooter rein. War auch super. Also Küste entlang, das ist wirklich wunderschön. Und da haben wir beide gesagt, wir können jetzt inzwischen ganz, ganz viele euch da draußen verstehen, dass er sagt, jedes Jahr nach Kroatien, kann man nachvollziehen. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist ja auch nicht ganz so weit von Deutschland weg. Gut, von uns, vom Norden, es ist schon eine Strecke, 1600 Kilometer circa. Aber wenn jetzt jemand aus Bayern kommt, für den ist das ja ein Katzensprung, Witz. Ja, ja, deswegen fühlst du dich ja auch hier richtig so heimatmäßig. Ne? Jeder zweite spricht Bayerisch. Das schon, aber es ist nicht so wie am Gardasee. Am Gardasee zum Beispiel war es damals, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass du echt gedacht, du bist in Bayern, weil es gab alles. Es gab Weißwurst, Weißbier, Mors, richtig alles auf Bayern ausgerichtet. Das hast du jetzt hier nicht. Die sind auf Deutsch ausgerichtet, sehr sogar. Also viele von den Mitarbeitern hier, die sprechen auch Deutsch. Jetzt nicht perfekt, aber es reicht zum Unterhalten. Zum Verständigen. Auf jeden genau. Fall. Und man fühlt sich einfach rundum pudelwohl. Auch die Mitarbeiter hier auf dem Platz sehr, 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 sehr freundlich. Also wirklich, da können sich andere eine Scheibe von abschneiden manchmal. Ja. Wunderschön. Und deswegen haben wir auch beide gedacht, dadurch wir die Strecke so gemacht haben, irgendwie wollten wir auch gar nicht mehr weiterfahren, wie die Leute dann auch schreiben, auch auf Instagram, ja, wollt ihr nicht weiter andere Plätze angucken? Und sagen, nö, es ist irgendwie hier schön. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Und das haben wir euch schon mehrmals erzählt. Wir machen ja keinen Plan, wo müssen wir hin, was müssen wir anschauen. Das, was der Körper oder was die Seele jetzt momentan sagt, tu das und dann machen wir das auch. Und deswegen haben wir jetzt paar Tage länger geblieben wie geplant. Ja. Und zweiten Ziel, dann sind wir uns ja noch nicht sicher, irgendwo müssen wir noch mal hin. Also wir können nicht nur hier jetzt versinken. Nein, nein, das wäre zu schade. Ja. Das wäre zu schade, aber dennoch, irgendwie ist es mal diesmal anders. Ich glaube, dadurch, dass wir Litauen und Polen, da sind wir doch viel gehoppt. Mhm. Ne? Und diesmal haben wir gebraucht einfach diesen ruhigen. Und, dass man auch mal zur Ruhe kommt, genau. Genau, wenn das Wetterchen mitspielt, wenn und der Platz tut's. Passt. Was wollen wir denn mehr? Also,
Was wir auch gemacht haben, gestern haben wir einen Bootsausflug gemacht, um Delfine anzuschauen. Und ob wir Delfine gefunden haben, das seht ihr dann auch in den kommenden Vlogs. Ja. Haben. War aber die ganze Tour, kann ich jetzt schon mal vorweg verraten, war einfach nur traumhaft, wirklich traumhaft. Und recht günstig eigentlich, fand ich. Also das, was es alles geboten hat, wir haben 20 Euro pro Person bezahlt für, ich glaube, 2,5 Stunden oder zwei, dreiviertel Stunden, irgend sowas. Und top gewesen, wirklich top. Wunderschön, wunderschön. Und wie gesagt, ich strahle heute noch. Ja. Und, aber da wollen wir nicht zu viel verraten. Ihr sollt auf Vlogs gucken. Ja, dann hör auf zu strahlen. Ihr sollt auch die Vlogs gucken. Genau. Die kommen jetzt ab nächste Woche, kommen die. Tun wir nach und nach ausstrahlen. Wie gesagt, wir machen auch Urlaub und von daher Filmen tun wir. Und man muss auch zur Ruhe kommen, um Filme schneiden zu können, dass die auch schön werden und nicht irgendwie so einfach gestresst rausgestrahlt werden. Richtig. Das ist ja unsere Sicht. Da gleich ein Hinweis noch vorweg, dass ihr da auch im Bilde seid. Wir werden mit Frühstückstv erstmal eine kleine Pause einlegen, weil wir eben andere Sachen eben auch vorgedreht haben und das dann so nach und nach eben rausspielen. Wann wir dann wiederkommen, wissen wir noch nicht, ne? Wenn wir uns jetzt da festlegen würden, das wird sowieso anders kommen. Ja, nee, Plan haben wir keins, wie immer. Und gerade das ist das Schöne, ohne Plan zu reisen. Genau. Ja? Und auch dieser Platz, so wie ich mitgekriegt habe, dass der jetzt übernächste Woche oder bis Mitte Oktober offen hat. Mhm. Und das ist ja das, wir werden sehen, ob wir jetzt noch auf einen Campingplatz fahren oder Stellplatz anfahren, ja, weil die jetzt dann doch alle Anfang bis Mitte Oktober zumachen. Mhm. Ja, das ist ja ähnlich wie in Spanien. Ja, richtig. Da haben ja auch viele dann ab Mitte Oktober dann zu. Italien. Spanien haben die meisten ganzes Jahr auf. Nee, haben wir auch schon gehabt. Mhm. Mhm. Denk dran. Stimme ich zu. Ja. Stimme ich dir 100% zu. Ja. Ja. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ach, wisst ihr was? Das erfahrt ihr alles in den Blogs drin. Und ja, irgendjemand muss sie gucken. Irgendjemand muss sie angucken. Ja. Seid ein bisschen neugierig da draußen, ja. Und, aber Gesamteindruck bisher kann ich wirklich sagen, absolut top. Also mir gefällt Kroatien bisher, das Wenige, was ich bisher gesehen habe, sehr, 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 sehr gut. Ja. Und auch die Freundlichkeit der Menschen generell hier, einfach toll. Wirklich, man fühlt sich hier sehr, sehr gut aufgehoben. Und auch die Reise hierhin, muss man sagen, es ist sehr angenehm zu fahren. Also weder schlimme Autobahnen, keine Staus, überhaupt nichts. Klar, man zahlt Maut, aber dafür sind die Autobahnen auch in Ordnung. Ja. Maut und, wie gesagt, günstiger Sprit gewesen jetzt. Ja. Ne? Also in Kroatien, Slowenien wiederum nicht. Slowenien finde ich dann schon... Das war vielleicht, weil wir nur auf der Autobahn getankt haben, ja? Wenn du abseits von der Autobahn bist, dann wird es vielleicht auch billiger. Das kann sein. Man weiß es nicht. Das kann sein. Wenn es einer weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt gerne berichten. Und wenn ihr in Slowenien, sage ich schon, in Kroatien seid, schreibt ihr ruhig uns in den Kommentaren, wo ihr gerade seid. Ja, vielleicht bringt ihr uns auf neue Ideen, wer weiß. Genau, ja. Ne? Dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nee, das ist, wir genießen das einfach. Also im Moment ist es wirklich, wir haben irgendwie alle so hinter uns und einfach genießen. Also allein von dieser Fahrerei, klar, wie gesagt, wir fahren sehr gerne, auch mit dem Kasten. Also es ist wirklich sehr sportlich, sind wir gefahren, muss man schon sagen. Und, aber wunderschön. Also ich genieße wirklich die Fahrten mit dem Kasten. Ich fühle mich so wohl und ich schlafe so gut. Also ich springe da ins Bett rein und für mich ist das, ja. Ja. Na? Ja, also. Ja, dann würde ich sagen, lass uns zu den Fragen kommen, ne? Dass wir das Video hier nicht springen. Also mein ganzer Teller ist voller Fliegen, das ist ja irre. Ja. Ja, und dann zu der Frage, das war ja sogar während Messe, haben auch einige gefragt oder... Ihr seid auch ganz viele hier. Kommt ja auch wieder und fragt, wie ist es mit Moveus? Sind wir zufrieden? Würden wir euch den empfehlen? Und ich würde sagen, ja. Ja, bis auf einige Kleinigkeiten, die haben wir in dem Vorstellungsvideo schon mal genannt. Verlinke ich euch hier gerne oben nochmal. Sind wir absolut zufrieden und es macht auch sehr viel Spaß, damit zu reisen. Ja, ja, ich liebe das. Ich liebe das. Ja. Also ich liebe das auch, die Inneneinrichtung inzwischen auch mit dem Waschbecken, was ich gebäckert habe, mit dem Vorziehen. Also man hat sich irgendwie alles arrangiert und klappt wunderbar, wie gesagt. Also wir konnten auch Kastenwagen ist immer, egal in welcher Beziehung, ein Kompromiss. Das ist so. Nee, du kannst nicht alles mitnehmen, du kannst nicht alles dabei haben. Du musst irgendwo, oder hast du ganz leichte Sachen dabei. Gut, wie gesagt, also unsere Stühle sind dafür, finde ich, zu wuchtig. Mhm.
dann müssten wir andere haben. Aber ansonsten, wie gesagt, passt alles rein, was wir so für einen normalen Urlaub brauchen. Ja. Klar, wenn wir jetzt halbes Jahr unterwegs wären, das wäre uns zu knapp. Das ist keine Frage. Da würden wir auch mit dem nicht fahren. Gehen würde das auch. Aber es wäre halt dann nicht ganz so angenehm, ne? Nee, für unsere Verhältnisse nicht, weil wir haben immer wieder was mit dabei. Also Wenn du länger unterwegs bist und Arbeit mit an Bord hast, würde für uns zu knapp sein. Naja, ich sage, es geht. Zwei Stühle, zwei Meinungen. Ja. So. Wir sind uns mal wieder herrlich uneinig. Ja, der Vollmond sehe ich schon, der kommt. Ja. So, dann kommen wir zu euren Fragen. Also gut, mit Movio war das, dann war das ja auch mit dem Internet hier am Platz. Finden wir so lala. Es gibt WLAN, freies WLAN hier auf dem Platz. Ist eigentlich auch gar nicht schlecht, aber du hast sehr viele Unterbrechungen. Das heißt, es fällt sehr oft am Tag einfach aus und das ist dann ein bisschen nervig. Das ist nervig. Also teilweise auch allein schon nur für ganz normalen Gebrauch Insta-Story hochzuladen. Also du sitzt da und denkst so, wo ist der Empfang? Also... Da könnte er besser sein. Mhm. Ne? Also da haben wir schon. Das ging aber schon in Bayern los, dass sie recht schlechten Internet gehabt haben. Ne? Also das, was mich gewundert hat, auch in Bernau, wo wir das damals Video gemacht haben, haben wir gesagt, Oskar, super Internet. Ja. Aber das war irgendwie, entweder waren das zu viele Camper auf dem Platz oder wie immer, woran das lag. Also so lala. Also mit Arbeiten das tut man sich schwer. Ja. Ach, was die hier machen. Es gibt hier ganz einige Leute, eben, die leeren Flaschen, die Pfandflaschen aufsammeln. Mhm. Und davon anscheinend auch leben und so wie es ausschaut, gar nicht so schlecht, weil die fahren mit riesen Säcken auf dem Roller rum oder auf dem Fahrrad, das ist echt irre. Ja. Und Kroaten haben die auch Pfand eingeführt, so wie es aussieht, aber so wie ich rausgelesen habe, gerade 7 Cent. Mhm. Und man sollte den Pfand abgeben in dem Laden, wo du gekauft hast. Also wenn das dem nicht so ist, korrigiert mich gerne. Also das, was ich so Infos gefunden habe, dann ist es natürlich blöd, wenn ich im Lidl jetzt Getränke gekauft habe und ich kann in dem anderen Laden nicht abgeben. Also doof, wirklich doof. Ja. Ach ja, und zu den Preisen vielleicht auch dazu kommen. Wir sind ja erstmal schockiert gewesen, wie du schon gesagt hast, in dem Konsum, wo wir eingekauft haben. Also da waren wirklich heftige Preise. Auch wenn hier auf dem Campingplatz. Ja. Genau, Obst stand, wo ich sagte, wenn das normal wäre, das ist wirklich heftig. Ist aber dem nicht so. Gestern waren wir bei Lidl hier. Habe ich doch schon erwähnt. Hast du? Natürlich. Das ist günstiger. Jo. Ich wiederhole mich schon. Jo. Okay, jetzt geht's weiter. Wir haben letzten Sonntag haben wir Zusammenfassung gemacht mit unserer Polen-Litauen-Reise. Und da kam eine Frage vom Norbert und zwar mit dem Kühlschrank. Moin ihr zwei, wie läuft das auf der Fähre eigentlich mit dem Kühlschrank? Meines Wissens muss ja Gas hier abgestellt werden. Bei einer kurzen Fahrt ist das ja problemlos, aber bei 10 und mehr Stunden... Wie macht er das? Hast du vollkommen recht. Bei uns ist es überhaupt kein Problem. Wir haben einen Kompressorkühlschrank und der hat auch durchgehalten. Das waren ja 22 Stunden, wo wir auf der Fähre waren. Ne? Ja. War überhaupt kein Problem. Normalerweise, wenn du einen Absorber hast, ist es eigentlich geboten oder verboten von der Fährgesellschaft, dass du den unterwegs anlässt, einfach wegen Brandgefahr. Aber ganz ehrlich, das macht wirklich fast keiner, weil 22 Stunden auf der Fähre, wenn du da deinen Kühlschrank ausmachst, dann ist eben alles marode, was da drin ist. Das soll jetzt kein Freifahrtschein sein und einfach nur eine Erklärung, weil wir beobachten das ja auch, man kriegt das ja auch ab und zu mit. Die lassen das fast alle laufen. Aber mal ganz ehrlich, wenn du jetzt nach der Tour nach Hause fährst oder so, Kühlschrank ist meistens sowieso schon leer. Nicht bei jedem. Bei vielen ist es einfach auch nur eine Durchreise, ne? Ja, vielleicht darauf achten, dass er nicht zu voll ist. Ja. Also die Sachen, wo es wichtig ist, genau. Ich meine, wie Butter, das ist ja egal, ne? Aber und in der Fähre sowieso ist es recht kalt. Also wenn du dann ins Auto einsteigst, also unten, wo die Autos stehen, gut durchs Wassertemperatur, also ist es eigentlich... Also wir haben es noch nicht erlebt, dass unsere Sachen kaputt gegangen wären, auch wenn wir mit dem Gas damals unterwegs waren. Ja, dann Dream Mac Music. Ich hoffe, dass ich richtig ausgelesen habe. Für mich geht das nächstes Jahr über das Baltikum nach Skandinavien. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Thema Maut gemacht? Auf der Strecke jetzt eigentlich gar keine, weil wir unter 3,5 Tonnen sind und da gibt es in Polen keine Maut. Und in Litauen auch nicht? In Litauen eben sowieso gar sowieso nicht. Ja. Mhm. Von daher, da können wir wenig drüber sagen. Ja. Also wenn du drüber bist, also aufgelastet bist, dann am besten einlesen. Ja. Das hat uns jetzt so nicht interessiert. Nee, nicht interessiert. Also in Polen gibt es eine App, wo du dich anmelden kannst, online einfach recherchieren. Mhm. Und Skandinavien über Schweden, das ging auch alles automatisch. Ja, da, also wenn du in Schweden unterwegs bist, da wissen wir, ist es am besten, du meldest dich online auf so ein Portal an. Da musst du einfach mal googeln danach und gibst dein Auto ein, damit du da auch direkt eine Rechnung bekommst. Weil die machen das ganz gerne.
Die schicken dir keine Rechnung, sondern ein halbes Jahr später einfach eine Mahnung. Und da sind Mahngebühren drauf, die sind wirklich heftig. Also melde dich lieber vorher an. Genau, da wird eine Nummer durchgelesen, elektronisch immer. Mhm. Und dann irgendwann hast du Heft. Das kennen wir eben von unseren Mietern damals. Von der Wohnmobilvermietung. Ne? Irgendwann kriegst du eine Rechnung. Da waren wir doch gar nicht um die Zeit oder wie immer. Und da wird elektronisch ausgelesen. Wenn du dich da nicht angemeldet hast, ist natürlich dann nie so doll. Richtig. So. Michael fragt mit der Fähre auch, wo kann der Hund auf der Fähre sein Geschäft machen? Also bisher war das auf jeder Fähre, mit der wir gefahren sind, entweder nach Schweden oder jetzt von Litauen nach Deutschland, hast du immer so ein Deck, wo Hunde eben machen können. Bei der skandinavischen Fähre, da war es eben so, das war wie so ein kleiner Grünbereich, der so abgegrenzt ist, hat aber kein Hund drauf gemacht. Also ich habe keinen einzigen gesehen, unsere natürlich auch nicht. Und auf der Litauen-Fähre, da war es jetzt so, da war das oberste Deck, glaube ich, das Hubschrauberdeck. Genau, Landeplatz, Mit dem Hubschrauber-Landeplatz, da hätten die Hunde machen können. Da musst du halt eine Trinkwasserflasche dabei haben, um das dann wegzuspritzen und einen Kotbeutel. Aber auch da, ich habe keinen einzigen Hund gesehen, der da gemacht hat. Auch unsere Bärbel, die hat die 22 Stunden komplett durchgehalten, obwohl wir so oft mit der da hochgegangen sind. Aber ne, Madame sagt, da will ich nicht, das ist mir nicht gut genug. Ich habe schon so extra Windel gekauft, da gibt es so für die Hunde, ne? Also diese einmaligen, oder nicht einmaligen, sondern wenn die ihre Tage, die Mädels haben oder inkontinent werden. Und ich habe gedacht, ne, wenn es irgendwie siehst du, dass sie unruhig wird. Nein, die ist so gechillt und auch, wie gesagt, wenn wir dann aus der Fähre raus sind, die erste Wiese war unsere. Mhm. Ne, und da, also hat sie auch, da hat sie aber auch dann noch erstmal gesucht, passt sie und sagt, also Madame, Respekt. Also irgendwie schaffen die das. Und klar, beim Männchen haben wir schon gesehen, dass sie mal Beinchen hochheben. Da geht's einfacher, Aber Weibchen sind da. Die sind anspruchsvoller. Ja, nun, das muss ja passen. Ne? Ja, der Klaus fragt, waren auf der Fähre auch Gespanne? Das hat er ja nicht gesehen in dem Film. Ja, waren es auch. Und bei denen ist es auch wirklich sehr kompliziert gewesen, teilweise da wieder rauszukommen. Und wir haben unterwegs in Litauen auch jemanden kennengelernt. Das war ein Niederländer, der war auch schon über 70, ne? Oh ja, ja. Fitter Kerl. Und der ist mit der Fähre von Deutschland eben nach Litauen gefahren. Mhm. Und die sind dann angekommen, der musste rückwärts rausfahren und der hat zu den Mitarbeitern gesagt, sorry, ich kann das nicht. Ne? Also in meinem Alter, da rückwärts nochmal rangieren und irgendwo hochfahren, geht auf gar keinen Fall. Aber die Mitarbeiter, die waren dann so freundlich und haben ihm das abgenommen und haben dann gesagt, okay, dann machen wir das halt. Ja. Das machen die öfters, also wenn die merken, dass du Probleme hast zum Rausfahren, dann steigt der eine ein und dann fahren die für euch raus. Die sind ja geübt darin, ja. Ja, also da haben die kein Problem. Eben. Ja. Das war wirklich chaotisch. Also da die Überfahrt, mein lieber Schan. Wie gesagt, also ich habe es nicht geschafft. Es ging ja ganz schnell los. Ich wollte eigentlich auch mit dem Mikros alles haben, aber das ging nicht. Bis ich alles eingeschaltet habe, musste ich ganz schnell aus der Fähre raus. Stress pur, ja. Das war, aber würdest du noch mal machen? Ja. Ja, siehst du. Also mit dem Kasten auf jeden Fall, ja. Also wo ich es nicht machen würde, wäre mit dem Wohnwagen. Das würde ich mir nicht zutrauen, ganz ehrlich. Ja. Ich habe ja Probleme, wenn ich rückwärts damit fahre, das ist so. Ja, und dabei haben wir aber gesehen, da in der Fähre waren auch welche Gespanne, aber an der Seite schon gestanden, die haben sich vorher gedreht. Okay. Manche haben die komischerweise Tickets gehabt, die sehr, sehr gut positioniert waren. Vielleicht brauchst du da Beziehung. Maybe. Oder wer weiß. Ja, meine ich ja. So, die Terry fragt, warum muss Leima denn den Führerschein machen? Ja, warum? Ja, warum denn eigentlich? Weil ich später den Führerschein gemacht habe, ganz einfach. Und deshalb muss ich es machen. Genau, ich habe noch den alten und meine Lärmeli, die hat 2 Jahre nach mir gemacht. Und die hat dann eben den neuen Führerschein schon, diesen B-Führerschein. Und der geht eben nur bis 3,5 Tonnen. Ein Wohnmobil heutzutage mit 3,5 Tonnen, das ist schon sehr sportlich. Und ja, in manchen Fällen gar nicht mehr machbar. Also man muss da in vielen Fällen einfach auflasten. Und das dürfte sie dann halt nicht mehr fahren. Nee, das ist ja das. Ne? Aber das habe ich vor, jetzt im Winter, wenn wir zurück sind, dass ich in der Ruhe dann machen kann. Ja, auch zu der Frage mit Überwinterung, dann wird das ein bisschen, ne? Das wird dieses Jahr, glaube ich, nicht so werden mit Überwinterung, weil wir einige Dinge zu erledigen haben, die wir hinausgeschoben haben. Und ist wie es. So, und dann Elena fragt über Instagram, Link zu der neuen Lampe. Ja, das habe ich dir rübergeschickt, aber vielleicht einer oder der andere möchte das auch gerne haben. Ja, meine Lampe hat sich schon wieder eine neue Lampe gegönnt. So eine Lampenfetischistin. Ja, komischerweise, ich lege die zu und wenn das im Schrank dann nicht mehr passt, dann sortiere ich die wieder aus. Ne? Das ist diese hier. Ja. Die ist total kitschig. Verschiedene Farben und durch das Muster, das sie da drin hat, ist es wie so eine klitzekleine Disco-Kugel. Also abends ist es total schön, ne? Und gibt es ja verschiedene Formen. Jetzt kriege ich auch nicht mehr rein.
So, und dann kann ich tippen und das ändert die Farben. Das sitze ich dann abends um und ärgere ich ein bisschen meinen Mann. Das ist so Ihre Abendbeschäftigung. Tipp, 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 tipp. Genau. So, das habt ihr. Und haben wir alle Fragen durch. Genau. Und ja, ich würde sagen, haben wir alle soweit? Jo. Ja, aber nicht so viele. Und wenn ihr euch was auf dem Herzen brennt, gerne in die Kommentare reinhauen. Und die Fragen würden wir dann nächsten Sonntag beantworten, oder? Richtig. Nee, wir gehen in die Pause. Wir gehen in die Pause, Wir gehen in die Frühstückspause, aber nichtsdestotrotz, sonntags kommen trotzdem unsere Vlogs. Genau. Und da fleißig einschalten. Richtig. Freuen wir uns drauf, euch wiederzusehen. Total. In diesem Sinne, ihr Lieben, hat euch dieses Frühstücks-TV mit uns wieder mal gefallen? Freuen wir uns wie immer über Däumchen Richtung Norden. Und falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen, verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, macht euch einen bunten Tag, ihr Camper-Schlingel. Bis dahin, tschüss. Macht euch bunten, tschüss. Ja, fein. Alle. Alle. Gibt's nicht mehr. Nee? Was gibt es dann später für Sie? Okay. Ich würde sagen, Mahlzeit, ne? Nee, Frühstück. Frühstück? Frühstück. Breakfast. Spätfrühstück. Spätfrühstück. Ist so. Für so kleine Menschen wie mich? Ja. Und du über dich hinauswachsen. Beim Frühstück, ich weiß. Machen wir komplett neu den Abschluss. Jetzt muss ich zu viel schneiden. Das muss flüssig sein. Jetzt. Macht euch einen bunten Tag, ihr Camper-Schlingel. Tschüss. Nochmal den Schluss. Warte mal ganz kurz, Schluss kannst du mal machen.